Er diente ein Leben lang seiner Partei, von der SED über die PDS bis zur Linken. Jetzt ist der frühere DDR-Regierungschef Hans Modrow im Alter von 95 Jahren gestorben. Modrow stand in der Wendezeit 5 Monate lang an der Spitze des DDR-Ministerrats, bis er sein Amt nach den ersten freien Wahlen räumen musste. Den schnellen Vollzug der deutschen Einheit sah er stets kritisch. Nach dem Mauerfall 89 wurde Hans Modrow Ministerpräsident eines untergehenden Staates. Für 4 Monate. In politisch stürmischer Zeit, in der es um einen friedlichen Übergang bis zu den ersten demokratischen Wahlen ging. Modrow rief immer wieder zu Gewaltlosigkeit und Besonnenheit auf. So auch im Januar 1990 bei der Stürmung der Stasi-Zentrale in Berlin. Am gleichen Tag bat er um Hilfe bei den Vertretern des Runden Tisches. Es ist mein besonderes Anliegen, dass die Regierung mit ihrer Unterstützung handlungsfähig bleibt. Geboren wurde Hans Modrow 1928 in Jasenitz bei Stettin. Mit 17 kam er als Kriegsgefangener in die Sowjetunion. Von dort kehrte er als überzeugter Kommunist bewusst in die DDR zurück. Es folgte eine steile Parteikarriere bis zum Leiter der Abteilung Agitation des ZK der SED. 1973 wurde der alte Vertraute Ulbrichts vom neuen Machthaber Honecker in die Provinz abkommandiert. Bis 1989, also 16 Jahre lang, war Modrow erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden. In dieser Zeit lebte er selbst in einer Plattenbauwohnung. Geschickt unterstützte Modrow den Wiederaufbau der Semperoper. Bei der Rettung des Dresdner Schlosses half er, indem er es vor dem Besuch Honeckers noch einmal schnell einrüsten ließ. Und mir war wieder bewusst, wenn erstmal ein Gerüst steht, dann kommst du auch weiter. Als Ministerpräsident versuchte Modrow zunächst, eine eigenständige DDR zu erhalten. Spätestens mit dem Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Dresden wurde auch Modrow bewusst, dass die DDR ein Auslaufmodell war. Erst boykottierte Modrow den Runden Tisch, dann machte er aus den Oppositionsvertretern geschickt Mitregierende. 8 von ihnen wurden Minister ohne Geschäftsbereich in seiner neuen Regierung. Wir haben keinerlei Gesetze, Beschlüsse, Erlasse angenommen, die in irgendeiner Weise die Rechte und die Interessen der DDR-Bürger nicht gebührend beachtet haben. Nach der Wiedervereinigung stand Hans Modrow mehrmals vor Gericht. Verurteilt wurde er wegen Anstiftung zur Wahlfälschung bei der letzten DDR-Kommunalwahl 89 und wegen fahrlässigen Falscheides. Von 1990 bis 1994 war Modrow Bundestagsabgeordneter der PDS. Von 1999 bis 2004 saß er im Europäischen Parlament. In Berlin lebte Hans Modrow wieder in einer Neubauwohnung, reiste viel und hielt bis zuletzt an seinen alten Träumen fest. Vielleicht sind die Visionen, mit denen man damals gewirkt und gelebt hat, doch für die Zukunft der Menschen nicht ganz ohne Bedeutung.